Meine sehr geehrten Damen und Herren, in den 60er Jahren hieß es, wo es raucht, da müsst's hin. Karl Kremsmüller und seine Frau Monika waren mutig und setzten damals alles auf eine Karte. Es war die richtige Zeit, es war die richtige Branche und man hatte nichts zu verlieren, hat sie gesagt. Viele hier waren in den 60ern noch nicht auf der Welt oder vielleicht noch nicht im Arbeitsleben. 15 Jahre nach dem Krieg war noch immer Hunger angesagt, aber nicht nach Nahrung, sondern nach Erfolg. Man will sich was aufbauen, um irgendwann auch etwas hinterlassen zu können. Ich begrüße jetzt ganz herzlich Frau Monika Strauß-Kremsmüller. Mit ihr schauen wir zurück auf die Zeit, wo alles begann. Und ein schönes altes Stück spielt auch eine ganz große Rolle. Schönen guten Abend. Sehr geehrte Gäste, sehr geehrte Mitarbeiter, nachdem ich diesen Tag erleben darf, möchte ich als sozusagen letzte Zeitzeugin ein paar Worte über die Umstände der Firmengründung und die ganz erste Zeit erzählen. Absolut niemand hätte 1961 vermutet, dass es die Firma Kremsmüller 50 Jahre später noch gibt. Und schon gar nicht in dieser Größe. Denn eigentlich war unser Fernziel ein Montagebetrieb mit höchstens 200 Leuten, ohne Werkstätte, da wir beide über keinerlei Kapital verfügten. Dementsprechend klein und bescheiden war der Anfang. Mein verstorbener Mann und ich lernten uns in der Firma Rumpel, der heutigen FAM, kennen, bei der ich nach der Handelsschule im Büro gearbeitet habe und mein Mann nach einer Kfz-Lehre zuerst als Monteur, dann als Obermonteur und schließlich nach dem Besuch einer zweijährigen Abendschule als Techniker im Büro. Der Gedanke an Selbstständigkeit hat uns sicher schon länger beschäftigt, als mein Mann zur Alpine nach Donauwitz geschickt wurde, um dort beim Bau eines neuen Feinwalzwerkes mitzuwirken. Er konnte in Erfahrung bringen, dass die Firma Rumpel 25.000 Schilling pro Monat für ihn verrechnete. Und genau diese 25.000 Schilling waren der Anlass, jetzt oder nie den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen. Zum Vergleich, ich habe damals 920 Schilling pro Monat verdient. Diese 25.000 Schilling wollten wir unbedingt auf unserem Konto haben. Und nur durch sehr gute persönliche, freundschaftliche Beziehungen gelang es auch, als nunmehr selbstständige Firma zu gleichen Bedingungen bis zur Beendigung der Baustelle in Donauwitz zu bleiben. Diese Einkünfte bis August 1962 schafften die finanzielle Grundlage und die Möglichkeit, zur Entsendung der ersten drei Monteure nach Donauwitz. Ich hatte in dieser Zeit durch zweimaligen Jobwechsel meine Kenntnisse in Lohnverrechnung und Buchhaltung perfektioniert, sodass wir völlig unabhängig waren. Der eigene Aufwand war ja sehr gering. Wir hatten lediglich einen kleinen Büroraum, deren gebrauchte Ausstattung ca. 5.000 Schilling wert war. Auf dieser Maschine habe ich die ersten Rechnungen geschrieben, oft mit 5 Durchschlägen. Das war echte Schwerarbeit.
Wir arbeiteten beide zum Nulltarif, sodass der Gewinn dementsprechend ausfiel und mit heute nicht mehr zu vergleichen ist. Die kommenden Jahre waren geprägt vom ständigen Wachstum, sehr guten Gewinnen und viel Arbeit. Denn nebenbei kamen auch zwei meiner drei Kinder in den ersten 5 Jahren zur Welt. Wir waren trotz der sehr guten Gewinne sehr sparsam und so hat das Ganze gut funktioniert. Wie ich heute glaube, nur so. Rückblickend kann ich sagen, dass die Jahre des Aufbaus mit zu den schönsten Zeiten meines Lebens gehören. Zu unserer Freude ging es ständig aufwärts, sodass wir ohne einen Schilling Kredit aufzunehmen hier in Steinhaus bauen konnten. Ein Satz zum Standort. Der für damalige Zeit exotische Standort kam dadurch zustande, weil Steinhaus die Heimatgemeinde meines Mannes war. Seine Eltern hatten hier eine Landwirtschaft und eine Mühle und sich der damalige Welser Bürgermeister weigerte, uns im Industriegebiet ein günstiges Grundstück zu verkaufen. Mit der Begründung, wir seien zu wenig seriös und das Ganze nicht erfolgversprechend. Der Bürgermeister von Steinhaus wiederum hat uns dann gegen 10-jährigen Erlass der Lohnsummensteuer mit offenen Armen aufgenommen. Als mein Mann dann 1980 nach 4 Jahren schwerer Krankheit mit 48 Jahren verstarb, hatte die Firma ca. 500 Beschäftigte und ab diesem Zeitpunkt hat Herr Berger, der seit 68 in der Firma war, die Leitung und Verantwortung übernommen. Seit 2000 leitet mein jetziger Mann mit viel Einsatz die Firma und hat dadurch Ansehen und Firmenvermögen vermehrt. Und ich hoffe, dass mein Sohn mit Unterstützung aller Mitarbeiter die Idee seines Vaters weitertragen kann. Ich möchte nicht von hier weggehen, ohne meinen persönlichen Dank an alle, die uns ihr Vertrauen geschenkt haben und zu unseren Kunden geworden sind, sowie an alle anwesenden Mitarbeiter für ihre Arbeitskraft, für ihr Wissen, das sie in die Firma einbringen und für ihre Treue. Sie alle haben wesentlichen Anteil am Erfolg. Für ein Unternehmen sind Maschinen, Anlagen und Kapital enorm wichtig, aber in letzter Konsequenz nur Hilfsmittel. Entscheidend für Misserfolg oder Erfolg sind die Menschen. Sie sind das größte Kapital jeder Firma. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend. Wenn Sie heute hier stehen, 50 Jahre feiern, was für ein Gefühl ist das für Sie? Ja, obwohl ich das alles miterlebt habe, ja, muss ich doch immer wieder staunen, was aus den bescheidenen Anfängen geworden ist. Hätten Sie sich jemals gedacht, früher, dass das einmal so ein Riesenbetrieb wird? In so einem Ausmaß nicht, nein, weil das gar nicht irgendwie geplant war. Bitte bleiben Sie jetzt bei mir. Es folgt die nächste Überraschung und ich darf nochmals den Präsidenten der Wirtschaftskammer Österreich, Dr. Christoph Leitl, zu uns auf die Bühne bitten.
gemeinsam mit dem Präsidenten der Wirtschaftskammer Oberösterreich, Dr. Rudolf Trauner. Ja, meine Damen und Herren, es ist unschwer zu erraten, was heute noch fehlt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ausgezeichnet worden. Der Chef ist ausgezeichnet worden. Und jetzt ist die Gründerin dran, die jetzt mit so berührenden Worten die Geschichte erzählt hat und damit uns eine Botschaft vermittelt hat, was man mit Fleiß, mit Einsatz, mit Zukunftsglauben alles erreichen kann. Liebe Monika Strauß, ich gratuliere Ihnen sehr herzlich. Ein goldenes Jubiläum. Ein goldenes Jubiläum, das damit begonnen hat, na dann machen wir es heute wir. So einfach. Dann gehen wir es heute an. Diesen einfachen Worten ist die Erfolgsstory gefolgt. Und wie schön, wenn die Gründerin bei diesem tollen Jubiläum dabei ist und selbst den Überblick über diese 50 Jahre gibt, Freude hat mit der Gegenwart und auch Freude hat, Gregor, mit der Zukunftserwartung. Und was man da gesehen hat auf dem Bild, ist ja die nächste Generation ja auch schon wieder im Werden. Und das, glaube ich, freut die Monika Strauß am allermeisten am heutigen goldenen Jubiläumstag. Aber wenn schon von Gold die Rede ist, dann gibt es auch eine goldene Auszeichnung, eine der allerhöchsten Auszeichnungen, die sehr selten vergeben wird der Wirtschaftskammer Österreich, ist die goldene Ehrennadel, die nur für ganz besondere Verdienste vergeben wird. Wenn eine Frau mit wechselhaften Schicksalsschlägen ein Unternehmen und Verantwortung mit 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit den Familienmitgliedern, jetzt, Karl, jetzt nehme ich deine Rechnung, über 5000 Menschen Verantwortung trägt, dann ist es das wert, dass man Dankeschön sagt. Ein symbolisches Dankeschön der österreichischen Wirtschaft und der Wirtschaftsvertretung. Und Präsident Trauner und ich übergeben jetzt sehr gerne das und freuen uns mit Ihnen gemeinsam, dass wir das goldene Jubiläum auch golden auszeichnen dürfen. Obwohl ich nicht ganz sicher bin, wie viel mir davon zusteht. Als besondere Leistung haben wir das damals nicht empfunden, denn eigentlich haben wir nur gemacht, was wir beide unbedingt wollten, nämlich selbstständig etwas schaffen. Dass es so gut gelungen ist, ist nicht der Verdienst eines Einzelnen, sondern die Summe vieler Kleinigkeiten. Und Glück. Danke nochmals.